Roma, Viktor und willkommen zu einem weiteren Teil von Rom 2 Hannibal vor den Toren, dem zweiten Erweiterungs-DLC von Rom 2 Total War. Hauptthandlung, Zweiter Punischer Krieg, wie ich schon mehrmals erwähnt habe. Wir haben in der letzten Runde die Gallische Konföderation vernichtet und wollten nur noch auf Runde beenden gehen, um zu gucken, was die nächste Runde nämlich so bringt. Was macht Karthago? Oh, Karthago greift uns wieder an. Das ist wieder Saguntier, ne? Sollte es eigentlich sein. Ja. Ja. Ich werde mich aber wieder zurückziehen. Ich habe das einfach nur gemacht, aus dem simplen und einfachen Grund, damit Emporion die Siedlung nicht einnimmt. Denn, da wir ja historisch gesehen ein Bündnis mit den Saguntern hatten, wäre ich auch schon ein wenig erpicht, die römische Kultur dahin zu bringen. Oh, hier. Oh, hier geht's ab. Alter Schwede. Das scheint ja riesiger. Oh, Triumph! Wir haben einen Triumph erlangt. Ich habe keine Ahnung, wann oder warum man so einen Triumph bekommt. Wenn das jemand von euch weiß, ich weiß, ich habe nicht viele Zuschauer, aber wenn das jemand von euch weiß, wann man so einen Triumph bekommen könnte, beziehungsweise was man tun sollte, könnt ihr es bitte in den Kommentaren schreiben. Da wäre ich euch sehr verbunden. Ich finde das Video sehr schön, muss ich sagen. Ja, die Senatoren. Wenn man halt merkt, oh, das Militär wird sehr mächtig. In die schönen Bauten. Das haben sie sehr schön gemacht, muss ich sagen. Hatte der noch nicht gerade ein rotes Gesicht? Mission fehlgeschlagen. Anfrage von Verbündeten. Was, das war eine Anfrage von Verbündeten? Überfall die Siedlung oder Handelsroute folgende Libyen. Okay. Triumph. Publius Cornelius Scipio. Dieser Mann hat unbeugsame Treue zu Rom bewiesen. Er ist ein wahrer römischer Held. Wir ehren ihn und feiern seine glorreichen Siege. Au, 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 au. Ganz genau. Gucken wir auch mal gleich alles durch. Baurecht. Lilly Bayern. Kroton. Römische Kolonia. Und Alalia ist fertig. Boah, guckt euch mal hier den Wohlstandsboost an, den wir gekriegt haben. Geweihten Boden in Boudicala, der ist fertig. Das ist schön, weil dann können wir nämlich lateinische Kultur und öffentliche Ordnung ausbauen. Damit das hier auch mal alles ein bisschen was annimmt. Der wird ja eh weitergebaut, ganz genau. Wir sind runter mit der ganzen Nahrung, weil das halt alles auch viel Nahrung verschlingt, ne? Fraktion vernichtet, die Galeker sind vernichtet. Sehr interessant. Militärzuchtmeister, wo denn? Oh, nochmal 15. Du bist ja krank. Das heißt, du hast jetzt plus 60 Militärerfahrung, plus 30, 60 und dann kommen wir nochmal 30 dazu, macht 90. Plus 90 und plus 15, das heißt plus 105 hast du. Nicht schlecht. Oh. Der ist auch wieder kurz vor 7. Das heißt, nächste Runde wird er auch wieder. Das wird aber heftig, ja. Das wird heftig. Naja, müssen wir gucken. Du bist auf 25. Wahrscheinlich auch viel durch Militärpräsenz, ne? 20, also bist du auf plus 5. Oh, warte mal kurz. Oh, Entschuldigung. Kulturelle Unterschiede, die werden ja ausgemacht. Die Instabilität der Provinz wird ja ausgemacht. Das heißt, wir können mit dir eigentlich weiter Richtung Süden marschieren. Dann bist du noch auf plus 3. Beweg mal deinen Arsch. Aber du müsstest doch eigentlich plus 5 haben. Fraktion 1. Kulturelle Unterschiede. Weil wir hatten 20 und Militärpräsenz. Nicht doof. Dann machen wir mal den. Kommen wir mal hier runter. Jetzt ist er nämlich, jetzt ist er wieder auf minus 5. Was ist denn das? Naja, nächste Runde. Nächste Runde. Passiert ja nicht viel, ist ja plus minus minus noch was. Und wir haben auch keine Steuerprovinz, deswegen lassen wir das mal. Du. Irona ist noch nicht eingenommen. Die Galeker sind vernichtet. Was bist du denn hier? Cantabro. Lusitania. Interesting, interesting. Sollen wir mit dem General nochmal hier hoch?
Sollen wir mit dem General eine Autorität, zwei Autorität, eine Autorität? Sollen wir mit dem General nochmal hier hoch? Militärausbildung, Militärausbildung, Militärausbildung. Aber du hast ja dadurch minus 4 öffentliche Ordnung, ne? Das heißt, es sind diese minus 4. Wir werden trotzdem mit dir mal da reingehen, weil dann werden wir nämlich plus bekommen. Plus 12. Ganz genau, auch wenn du Miese hast. Auf diese 150 Kröten können wir verzichten. Du bist ja noch am... Haushalt erweitert sich. Plus 5 Moral in Gruppe schicken. Besorgt die Bevölkerung die Aquitania. Ganz genau. Triumph hatten wir gemacht. Und 6 öffentliche Ordnung pro Runde. Aha. Deswegen. Deswegen. Naja, gut. Für Rom tue ich alles. Für Rom tust du alles? Das will ich sehen. Du kommst mir erstmal hier runter. Mit dir setzen wir unten an. Oh! Militärausbildung. Du hast mir jetzt wahrscheinlich da hinterher, ne? Hm, verdammte Axt. Naja, was soll's. Du hast Hostilia Floria, weil du ja, zu den Dingensbummens hier, zu den Lusitaniern sind wir... Oh, jetzt können wir mit den Lusitaniern handeln. Mit wem seid ihr denn? Ihr seid im Krieg mit den... Und ihr seid sonst nichts, ne? Ihr seid im Krieg mit den Vettonen und mit den Lusitaniern. Und du bist nur im Krieg mit den Kantabern. Das heißt, du bist noch relativ neutral. Kriegerisch. Wir werden erstmal. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Wie ihr wollt. Zahlung. Zahlung anbieten. 1000 Kröten. 2000 Kröten. 3000 Kröten und sie machen es nicht. Bei 200 noch was. Okay, dann macht ihr es halt nicht. Wenn wir jetzt den Kollegen den Krieg erklären. Ihr seid willkommen. Doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr sinnvoll und Beistand werden wir nicht erbitten. Dann müssten wir ja bei denen freundlich plus 28. So. Ihr seid willkommen. Jetzt doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr sinnvoll und ehrlich sprecht. Moderat für 1000 Kröten. Wir wollen euren Tand nicht. Wir mögen ehrliche, männliche Ware. So, über 1,6 ausgegeben. Diese 1,6 haben wir aber auch in 8 Monaten wieder drin. Ja, diese 1,6 haben wir aber auch in 8 Monaten wieder drin. Und ihr seid sehr schön. Und hier sind die Vettonen. Die sind auch im Krieg mit denen. Und sind im Schutzbündnis mit denen. Aha, sehr schön. Seid gegrüßt, mein Freund. Verräterisch und vorsichtig. Und regt mich mit euren Worten zu Ärger und Rat angenommen. Sehr schön. Ich werde meinem Volk von unserem Abkommen berichten. Es wird einen Verschmaus geben. Aber ich kann mit dir nicht handeln, ne? Ihr seid auch verräterisch und vorsichtig. Ihr seid auch verräterisch und vorsichtig. Ihr seid auch alle verräterisch und vorsichtig. Jupp. Jupp, 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 jupp. Aber wir haben dich schon auf 40. Die Arrivacci haben wir auf 80. Kann ich euch behilflich sein? Das sind ja die Vettonen hier. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Städte? Wir haben hier, das sind bestimmt die Lusitanier. Hier sind die Arrivacci. Also kannst du mir mal runterkommen in... Kannst du mir eigentlich hier mal ein bisschen... ein paar Vorräte vergiften? Spionen 8. Meine Güte. Natürlich gehen wir hier noch auf Gift. Oh, 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 oh. So, müsste auch unsere Beziehung zu denen natürlich auch wieder verbessert haben. Krieg mit Astrobar Abkommen? Nein, hat es natürlich nicht. Aber zu denen hat es Krieg mit den Astrobarn. Aha.
Abkommen mit Wittung. Aha. Gut, weil die Agentenaktion natürlich noch nicht bemerkt worden ist. Dann haben wir unsere Flora. Unsere zweite Flora. Und du bist... Wir haben dich auf Autorität gespeckt, ne? Und hier hast du plus ein List. Nein. Gucken wir mal wie hier. Kann ich euch du dienen? Hast Chance auf kritischen Erfolg bei allen... Na, hier haben wir wenig Agenten. Deswegen die 92 sind mir hier sehr wichtig. Steht euch zur Verfügung. Und du bist ja nur... Du bist, um Agenten auszuweichen. Ne? List ist ja auch... List ist ja auch dafür da, um Agenten auszuweichen. So, wollen wir mal gucken, was wir hier so machen können. 32, 53, sonst nichts. Das ist ja doof. Gucken wir mal, was wir bei ihm hier erreichen. Militärsabotage, 43. Ist ja noch weniger. Und Attentätern... Ist ja noch weniger. Nee, dann bleibt mir mal da stehen. Bleibt mir mal da simpel und einfach stehen. Mit dir werden wir hier rüberfahren und ihn eskortieren, weil ich nämlich keinen Bock habe, dass der hier irgendwie abgeknallt wird, beziehungsweise fertig gemacht wird. Da habe ich keine Lust drauf. Das heißt, die zwei treffen sich. Und dann schließen wir die nämlich zusammen. Dann haben wir unseren Tiberius. Oh nein! Zwitsergund eingenommen. So eine verdammte Scheiße. Admiral. Fahren wir hier mal mit hin. Damit du im Einzugsbereich bist, dass wir nämlich denen auch zeigen können, Kollegen, wir wollen mitmachen. Alle Wege führen nach Rom. Ja, alle Wege führen nach Rom, okay. Dann haben wir dich, du bist ja hier, ganz genau. Jo, jo, Legio Claudius bleibt drin, Legio Vespasian, Legio Augusta, Legio Caesar. Haben wir auch erledigt. Dann haben wir noch 1000 Kröten über, aber die werden wir wahrscheinlich sparen, denn wir können ja nichts weiter unternehmen. Gut. Dann geht es weiter auf Runde beenden und mal gucken, was so Feines passiert in der Welt. Aha. Natürlich möchte ich damit helfen, weil er ja auch eine Garnisonsflotte hat. Sollen wir das mal... Nee. Machen wir hier und gucken mal, wie viel wir verlieren. Wir machen das mal automatisch. Okay, er hat es geschafft. Gucken, wie viel Schiffchen wir verlieren. Wir verlieren gar kein Schiffchen, aber wir können anlegen. Das ist gut. Das heißt, Sagunt gehört jetzt Emporion. Schade eigentlich. Weil ich das nämlich haben wollte. Aber es ist unser Klientelkönigtum. Das heißt, wir machen dadurch nichts irgendwie. Seefahrtstradition. Veteran. Forschung abgeschlossen. Römisches Bündnis. Flora Patricia. Meine Güte. Das ist wieder der Nero-Kollege, ne? 4 Schüsse pro Minute für alle schweren Nahkampfangriffe. 4 Schüsse pro Minute für alle schweren Waffenschiffe. Jep. Minus 17. Das heißt, du hast ja... Diese Einheit wird nicht verstärkt, denn diese Flotte befindet sich in feindlichen Gewässern. Aber Emporion ist doch mein Klientelkönigtum. Bevölkerungsüberschuss in Sardinien et Korsika. Dann können wir die paar Runden ohne warten, diese 5-6 Dinger. Und dann können wir nämlich hier Dingensbums ausbauen. Ganz genau. Bevor wir das hier jetzt machen. Fraktion tritt Krieg bei. Die Illa Carvones gegen die Cantabro. Sehr schön. Vielleicht doch nicht so sehr schön. Denn dadurch geht es nämlich nach unten. Wobei ist unser Klientel. Ilargeten. Ihr seid noch nicht mein Klientel. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt, um eure Kehle zu lockern. Und 2008 euer Volk ist der Inbegriff der Ehre. Doch ich kann euch... Mein Volk ist in Gefahr.
Das kann ich nicht machen. Ich bin meinen mächtigen Göttern treu, aber ich fürchte mich vor ihrem Zorn über diesem törichten. Wir haben abgelehnt. Für 2,5 machen sie es auch nicht. Obwohl das Büro lockt und das Essen höchst appetit. Warte mal, dann machen wir das anders. Wenn wir jetzt zu den Kantabron. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Sprecht ihr schlecht oder langsam, verfüttere ich eure Zunge vielleicht an die Hunde. Von allen Fraktionen missbilligt. Okay. Na, dann müssen wir das anders machen. Wie, habe ich zwar noch keine Ahnung, aber wir müssen das irgendwie anders machen. Moment. Die sind uns nämlich auch nicht mehr so toll. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass die das... Seid ihr mutig oder töricht oder einfach nur verrückt? Sprecht und ich höre euch an, ehe ich euch das Fell abziehe! Handel abbrechen mit Rom? Nee, ich kann sie nicht dazu überreden, dass die unseren eigenen Handel abbrechen. Schade. Schade. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt, um eure Kehle zu lockern. Und ihr sprecht von die... Na, dann muss ich mal gucken, wie das weitergeht. Du machst mir erstmal Militär... Stopp. Du kommst bis hierhin. Und du fährst mir mal bis hierhin. Du machst denn hier Militärausbildung? Bup. Libyen. Hier haben wir doch den Libyen. Admiralius. Wieso kann ich denn den nicht angreifen? Aha. Bam. Was hat er hier? Oh, das werde ich bestimmt verlieren. Aber ich werde mich mal der Herausforderung stellen. Die Feuertopf-Biremen, die sind halt sehr böse, genauso wie das Artillerieschiff. So stellt der Kollege sich also auf. So, was hat er hier? Angriffstriere. Du bist das Artillerieschiffchen. Dann wollen wir mal schauen. Unsere Artillerieschiffe kommen noch nicht dran. Euch stellen wir erstmal in die Mitte. Dann machen wir das so. Und so. Erstmal nach hinten und wir haben den hier, du kommst auch noch hinten. Und du? Unterstützungsschiffe bereit! Kommst mir hier hin und die Artillerieschiffe. Zu Befehl! Komm mir etwas versetzt mal hier an die Flanke. Beziehungsweise an die Flanken. So, und dann können wir nur hoffen, dass wir das Battle nicht verlieren. Gucken, was passiert. Ah, er segelt wieder voran. Du hast die Götter gesehen. Sehr interessant. Ihr macht mir erstmal das hier weg. Und ihr Feuertopf-Diere. Stopp.
feuerst mir auf die, aber mit Brandpfeiler. Schnelles Rudern. Schnelles Rudern. Unser General wird angegriffen. Schnelles Rudern. Du gehst mir auf den. Ah, okay. Du ruderst mir mal bitte fix dahin. Du ruderst mir auf die. Machst schnelles Rudern. Du machst mir auf die hier. Komm, komm, hinterher. Okay. Eines unserer Schiffe brennt. Ja, das ist nicht so gut, wenn das brennt. Komm, schnelles Rudern. Du wirst geentert. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das ist nicht so gut. Ah, hier müssen wir das alles in den Griff kriegen. Du sollst den rammen, Kollege. Oh. Komm. Oh, das ist nicht so gut. Ah, okay. Gefecht beenden. Sag ich doch. Also, es sind bestimmt zwei Schiffe, habe ich. Vier Schiffe habe ich verloren. Ich hoffe mal nicht, dass das Aufnahmeprogramm jetzt wieder haupt. Nee. Vier Schiffe habe ich verloren. Alter Schwede. Das ist heftig. Libyen töten. Das ist natürlich sehr böse. Nahkampfangriff, Schüsse pro Minute, 4 Schüsse pro Minute und du gehst mir weiter auf. Plus 10 Rambonus, ja. Bumm. Eure Befehle. Wo hat er sich denn hin verkrümelt? Kann man das sehen? Ne, kann man nicht sehen. Zack, du komm mir mal weiter hier hin. Und du kannst mir noch ausbilden. Eins, zwei, drei. Oh, sogar die große Trihemiola hat er mir zerballert. Die große Trihemiola hat er mir zerballert. Okay, okay, okay. Wir befinden uns in welchem Jahr? Wir befinden uns Oktober 216 vor Christi. Ja, du bildest aus, ganz genau. So. Diese Frau Flora hier hat ein Upgrade. Befehle abfangen, was ist das hier? Manipulation überzeugen, Attentäter anwerben. Wir machen, gehen mal auf Unruhe stiften. Und gucken mal, 41% nur. Das ist mir zu wenig. Agentenversagen und Agent verwundet. Hm. Nee, damit warten wir mal noch. Zu euren Diensten. Militärsabotage, 53. Attentat, 41, 31. Das ist mir zu wenig, damit warte ich noch. Das ist mir eindeutig zu wenig. Was machen wir mit ihr? Wir gehen mit ihr weiter auf. Du hast ja kaum noch Männer hier drin. Und hier hast du auch nicht mehr viel. Wie also. Kann ich sein? Ich finde Vorräte vergiften. Also. Komm. Erfolgreich. Das. Alles, oh, das ist ja schon. Das ist ja schon hier. Bam ist es ja. Ihr befindet euch in. Wer befindet sich im Krieg? Das sind die in. Die Lusitania und die Vaskonen finden das natürlich toll, ne? Aber da meine Agentenaktion natürlich nicht irgendwie, weil das ja so ein hoher Satz ist, entdeckt sind, wird das auch nicht mitgezählt. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ich hoffe mal, dass die mit dem Kriegsziel da endlich mal zurechtkommen. Gut, die wollten wir noch warten, dann haben wir ihn hier. Du kannst Rom dienen, indem du. Wen haben wir denn hier? Die Ovetani. Was kannst du denn hier machen? Händler bestechen?
Stechen wir mal die Händler. Sabotage erfolgreich. 1500 noch was. Du bist im feindlichen Gebiet, deswegen wirst du keine... Oh, da muss ich ja über den halben Ozean wieder segeln, damit ich hier rüberkomme. Aber weißt du was? Machen wir das mal. Segeln wir jetzt hier lang oder segeln wir hier lang? Ne, wir segeln hier lang. Für Ruhm und Ehre. Noch nicht guter Wind. Suspirius Pavo. Aha, du hast... du hast ja einen Haufen Minusautorität. Ach nee, hast du nicht. Dann gehen wir weiter auf Autorität für die Kultur später. Legio Vespasian, das hatten wir schon erledigt. Legio Augusta. Unsere Legio Augusta wird weiter mit runterziehen. Und du hast auch ein... Ah, sehr schön. Zack, haben wir wieder 30 Erfahrung. Was könntest du hier ausbilden? Auch wieder nur Hopliten, ja. Das ist natürlich... Legio Caesar, du hast hier plus 7. Da warten wir mal noch eine Runde. Dann haben wir nämlich plus 4 wieder. Ihr bist immer noch auf minus 5. Wahrscheinlich auch durch den Winter, ne? Ja, minus 3 öffentliche Ordnung. Ereignisse 4, kulturelle Spannung, sind auf minus 12. 20%, das geht langsam nach oben, das ist schön. Und dich lassen wir auch mal noch hier oben drinne. Obwohl, wir könnten Irona nicht angreifen, weil wir nämlich im Gewaltmarsch sind. Komm, ey, ihr sagt, guckt euch das mal an, Alter. Ihr seid verbündet, weißt du? Ihr habt alle die gleichen Interessen. Ja, dann streitet ihr euch im Endeffekt nur um die Beute. Das müsste, nächste Runde müsste Irona fallen. Nächste Runde müsste Irona fallen. Oh, wir sind schon wieder bei 27 Minuten, sehe ich gerade. Nächste Runde müsste Irona fallen. Das heißt... Moment, nochmal fix hier... Ach, was ich nochmal gucken wollte. Okay, 51 haben wir wieder. Militäraktion gegen Libyen. Abgebrochenes, ja, das wird es sein, weil ich gegen Libyen nämlich vorgegangen bin. Wir müssen doch auch... Denn ist nämlich dieses Ziel dann auch nächste Runde erfüllt. Dann werden wir noch mal kurz in die Diplomatie kicken. Die wollen ja nicht. Und euch will seid ich aber gegrüßt, haben. Mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt, um eure Kehle zu lockern. Und ha! Für 2,5 macht ihr es nicht. Der Inbegriff der Ehre. Doch ich kann eure Bedingungen nicht. 2,6 macht ihr es auch nicht. Ehrlich, daher lehne ich euer Angebot zögernd ab. Und ohne euch beleidigen zu wollen. Für 3000 macht ihr es sehr schön. Haben wir ein neues Klientelkönigtum? Sind zwar nur 94, aber was soll's. 3000 haben wir rausgegeben, das heißt in 30 Monaten, also in 2,5 Jahren, haben wir den Betrag wieder drinne und außerdem, naja, es hilft uns halt wesentlich mehr, da wir somit die Hispania Superior komplett besitzen und damit müssten wir dieses Ziel erfolgreich abgeschlossen haben. Das hier. Weil es ist nämlich eine ganze Provinz, die mit unseren Klientelkönigtümern besetzt ist. Ganz genau. Ihr seid im Krieg mit den Kantabron, ihr seid im Krieg mit den Vaskonen, ihr seid im Krieg mit den Kantabron und ihr seid im Krieg mit den Kantabron. Ich würde gerne das Handelsbündnis abbrechen, aber das mache ich nicht, weil sonst hier das alles bricht und das will ich nicht. Besonders zu den Arevaci, die ja kriegerisch und recht groß sind. Was haben wir hier? Die Oritani. Die Oritani sind vorsichtig und verräterisch wie die anderen. Die haben ein Klientel zu... Seid gegrüßt! Und nun sprecht offen, denn wir sind Pakt abgelehnt. Wer am Schild eines anderen hängt, ist nichts als eine Bürde. Abgelehnt. Ich danke euch für das Angebot, aber
Ich werde euch die Ehre erweisen, euren... Die Mauri haben zum Beispiel auch noch gar nichts. Na, lassen wir das erstmal. Mit den 800 Kröten können wir ja nicht viel annehmen. Dann gucken wir noch mal kurz, was wir erforschen können. Wir haben... Was haben wir denn erforscht? Wir haben das erforscht, ne? Plus 15 Diplomatie auf alle Italischen. Kann auch sein, dass es deswegen so ist. Minus 3 politische Aktionskosten. Dann haben wir Diplomatie mit Italischen, Iberischen auch. Das heißt, das erforschen wir als nächstes. Ja. Und dann sage ich... Roma Victor, wir gucken, was hier rauskommt. Es müsste eigentlich nächste Runde von den Völkern eingenommen werden. Ich weiß nicht, wer am Zug ist, wer da als erstes drankommt. Aber das müsste das nächste sein, was eingenommen wird. Und eigentlich müsste ich auch unsere 11 Provinzen haben. Wir haben einmal Sizilien 1, Magna Graecia 2, Samnium 3, Latium 4, Umbrien 5, Etrurien 6, Cisalpina 7, Transalpina bzw. Narbonensis 8, Hispania Citerior 9. Wie kommt denn der auf 10? Ach, Sardinien et Corsica ist 10. Und wenn Aquitanien eingenommen wird, wenn sie von den Arevaci eingenommen wird, dann natürlich nicht. Aber wenn sie von den beiden irgendwie eingenommen wird, dann haben wir unsere 11. Aber rein theoretischerweise, ja, Karthago schon sehr, sehr geschwächt. Gut, ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage Roma Victor. Bis zur nächsten Folge. Wiedergesehen.